Black Mamba zum Zweiten. Schon gut. Ja. Vor allem Wahnsinnskostüm. Ja. Unfassbar. Voller Wicht. Aber es täuscht halt auch echt. Du hast recht mit der Größe. Ne? Ja, naja, weil der das Kopf ist ja da. Aber guck mal, Matthias. Matthias ist auch nicht so klein. Wo sind Matthias? Ja, die sind ungefähr. So, die Black Mamba mit einer tollen Doppelschicht. So sehr, sehr gut gemacht. Die Black Mamba singt Madonna. Wow. Tipp an Madonna, ein Biss von der Black Mamba und sie kann sich das Botox sparen. Es gibt Leute, die das ausprobiert haben. Mehrere Mamba. Ey, das ist ja Wahnsinn, Ross. Du tanzt ja mehr, als auf der Bühne performt wird. Ich und war das geht schon gar nicht. Ich war hypnotisiert gerade. Also ich fand es wirklich toll. Also ich muss sagen, als erstes aufzutreten, es ist nicht einfach. Es ist wirklich schwierig, weil man muss damit die Leute alle mitnehmen sofort. Und ich muss sagen, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe drei Namen, die sofort im Kopf kommen, kann ich sagen. Ja, selbstverständlich. Also Jürgen Milski, weil viele denken, dass Jürgen nur ein Ballermann-Sänger ist, aber ist er nicht. Er kann doch wirklich singen. Dann haben wir Rürik Gislasen. Finde ich, er singt viel, weil ich habe schon einige Jobs mit ihm gehabt und er hat nicht aufgehört zu singen. Und ich finde, Benno Firmen könnte es sein. Okay. Ja. Aber schön. Also die Begründung wegen Benno, ganz schnell. Also Benno habe ich einen Film mit ihm gedreht und er wollte mir immer zeigen, dass er singen konnte.
Hat auch getan und er kann gut singen, wirklich gut singen. Cool. Was ist Ruth gleich aufgefallen bei den Vorschlägen von Rolf? Ich bin so lost, weil ich finde es echt wahnsinnig schwer. Hier, du hast gerade gesagt, keine Ahnung. Ja, also K steht ja wirklich definitiv für keine Ahnung hier. Aber ich habe mich jetzt wirklich noch mal an die Indizien festgebissen. Und wir haben gerade im Hintergrund ja auch gesehen, irgendwie die Kamele mit dem Sonnenuntergang, dann diese zwei Vögelchen, nicht ihr zwei, sondern zwei Liebesvögelchen und so. Kannst du ruhig mal sagen. Es könnte ja zum Beispiel ein Hinweis auf Dubai gewesen sein. Und wir haben ja auch in der Matz diese ganzen Herzchen gesehen. Und es gibt ja einen großen Influencer, der sich gerade getrennt hat und ja auch gerne in Dubai abhängt oder abhing früher mit seiner Gattin Bibi. Und zwar Julienko. Und ich finde, dass die Stimme wirklich so ähnlich klingt wie Julienko. Und vielleicht will er ja Bibis Herz hier wieder zurückerobern. Julienko! Aber habt ihr diese Spiegel haben mich auch an diese Herzblattwand erinnert. Mhm. Ne? Und es könnte vielleicht sogar Alexander Matza sein, der uns mit dem auch immer so einen Hinweis auf seinen Nachnamen, clever, so eine Kuppelshow und so. Und von der Größe her käme es auch. Ja, von der Größe. Ja. Yvonne, du bist jetzt eher auf... Ist klein oder groß? Du bist ja nicht klein, ihr seid ja doch gleich groß. Ich bin 1,20 Meter. Insofern. Ich dividiere das, wenn er jetzt neben dir steht. Und zwar nur mit hohen Schuhen. Nee, es ist wirklich super schwer. Also ich habe ja, ich weiß nicht, mit Hypnose, ich verbinde natürlich irgendwie, es muss ja nicht ein Zauberkünstler sein, es kann ja auch was Symbolisches sein. Ne? Mhm. Aber trotzdem ist mir Farid eingefallen. Also nicht Farid Bang, sondern Farid der Illusionist. Ja. Keine Ahnung, ich habe ihn noch nie singen hören, aber er ist auch eine tolle Erscheinung. Also er hat diese schwarzen Haare und könnte auch sein. Okay, da waren einige Namen dabei. Aber Sie haben noch keine Ahnung. Nein. Das ist ja auch gut so. Es war die Black Mamba. Vielen Dank, Black Mamba. Das sind wir alle. Jürgen Milzki, Julienko, Benno Fürmann, Rurik schon wieder, der Gorilla. Die Black Mamba.